Mach die Musik laut. Zack. My Summer Car. Ein Spiel, das mich da an meine Jugend erinnert auf dem Dorf. Uah, nur, dass das Ganze hier in Finnland spielt. Wir fangen mal neu an. Last Name. Smyre. Bröd. Zip. Permadeath lassen wir an. Und ich zeige auch gleich, warum. Gut, das überspringen wir jetzt. Weil erstens ist es bei mir voll laut. Und zweitens, na, sehen wir da nur, wie wir geboren werden auf dem Rücksitz des Autos von Fatih. Und Fatih heizt über die Autobahn, die ist ellenlang und geht nur geradeaus. Ich habe das schon seit längerer Zeit nicht mehr gespielt, da waren inzwischen, glaube ich, 4, 5 Updates. Ja, Mutti und Papi sind weg. In den Urlaub gefahren. Und wir haben die Hütte für uns allein. Boah. Traum schlafloser Nächte. Das heißt erstmal zack, ein Bier auf. Na komm, sauf. Genau. Das ist die Karte. Wir befinden uns hier in Kesselin Pera. Und als allererstes sollten wir mal Nachschub holen, denn wenn wir gesehen haben, ist der Kühlschrank leer. Kann ich das Gefrierfach aufmachen? Nee. Hier auch nicht? Nee. So, laut dem letzten Update kann man jetzt, oh, verkehrt rum, in der Dusche sich waschen. Vorher musste man in die Sauna gehen, die ist hier. War sehr umständlich, jetzt kann man wohl die Dusche bedienen. Ah, Dirty Nest, tatsächlich. Sehr schön. Kann man sich, glaube ich, einiges mit sparen. Und eigentlich geht es in dem Spiel darum, dass man jetzt als Jugendlicher, ich glaube, der ist 76 geboren, jetzt haben wir ja 1995, Fattis altes Auto wieder zusammenbauen. Keine Zigaretten, ja, ich glaube, das war für Stress. Das heißt, hier ist die wunderschöne Karosserie. Die hat Fatih hier draußen hingelegt. Und die ganzen Einzelteile liegen hier in der Garage schön ordentlich sortiert. Und es geht eigentlich darum, dass wir das Ganze dann zusammenbauen. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Und zwar jede Schraube muss auch festgezogen werden. Das heißt, wenn wir uns hier nachher so ein paar Motorteile raussuchen und den zusammensetzen, müssen wir jede Schraube auch festziehen. Und das mit unterschiedlichen Schlüsseln. Erstmal wieder zu. Ach, der Rücksitz sitzt draußen. Ah, das Moped, ja, das habe ich gesehen. Als allererstes, wie gesagt, müssen wir eine Versorgungstour in der Stadt machen und da geht es dann schon los, weil dieses Spiel ist relativ, ich sag mal, mehr oder weniger als Simulator ausgebaut. Enter. Das heißt, wir machen die Tür zu. Ja, die klemmt manchmal ein bisschen. Dann müssen wir die Handbremse lösen und den Schlüssel betätigen. Ah, ein alter Diesel halt, ne? Radio. Ich glaube, hier gab es bis zwei Sender. Einer, der die Musik abspielt, die man im Ordner hat. Und einer, der finnische Musik spielt. Gut, lass mal, Mann. Ich habe in der Probeaufnahme bin ich schon mal nochmal los und wollte mir so ein paar Neuerungen angucken und bin dann natürlich direkt gestorben, indem ich gegen den Baum gefahren bin. Ich habe aber gesehen, es gibt ein Sicherheitsfeature, das das ein bisschen verhindert. Den Anschnallgurt. So, ersten Gang rein und los. Oh, die Kiste rutscht enorm. Übrigens, die Hecke ist hier auch neu. Oh, warum wir in Finnland auch immer nur Sandstraßen haben. Aber wie gesagt, so ein bisschen erinnert mich das immer so an meine Jugend. Ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. Und da sind wir natürlich auch mit, mit Fahrrad und so weiter dann auch mal ein paar Kilometer gefahren bis zum Nachbardorf, um da unsere Freunde zu sehen. Später nachher Moped mit 14. Schwarz durch den Wald. Der Dorfsheriff, naja, der hat da immer so drei Augen zugedrückt. Hauptsache, man war nicht betrunken oder ähnliches. Aber wie man gesehen hat, hier geht es auch so ein bisschen darum, dass man sich so ein bisschen gehen lässt. Deswegen werden wir auch mal gleich zwei Kästen Bier noch kaufen. Man kann hier übrigens betrunken fahren. Die Sicht verschwimmt.
Oder wobbelt so hin und her. Und man kann auch von der Polizei angehalten werden zum Alkoholtest und so weiter. Eieieiei. Und das Schlimmste ist, wenn man jetzt so Permadeath anhat, dass man natürlich dann irgendwann, wenn man hier gegen so einen Baum knallt, wenn man viel zu schnell oder viel zu betrunken durch den Wald fährt, stirbt. Und dann ist das Spiel vorbei, dann fängt man wieder von vorne an. Und wenn man das Auto fast fertig hatte, ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber gerade die Fahrten sind das Lustigste überhaupt. Kein Zug. Erstmal Schild mitnehmen. Also die Fahrzeuge, ich spiele jetzt komplett mit Tastatur und Maus, lassen sich schon sehr schwierig fahren. Man muss halt jede Gänge schalten. Es gibt auch nochmal eine Kupplung, die man betätigen kann. Und natürlich auch für andere Verkehrsteilnehmer. Und ich weiß, dass hier auf dem Gebiet hier irgendwo einer rumfährt mit einer Wodka-Pulle in der Hand. Man kann auch per Anhalter fahren. Ist sehr lustig, die fahren zwar alle immer dieselbe Tour, aber wenn man mal irgendwo in der Walachei gestrandet ist, weil man die Karre auf die Seite gelegt hat und das Bier alle ist, nimmt einen vielleicht ein freundlicher Herr mit. Die Familie wohnt relativ weit hier hinten. Wie gesagt, im Wald. Die haben eine Firma, da ist, glaube ich, hier mit Kläranlagenreinigung und Holzlieferungen und ach, was weiß ich, was da nicht noch für Jobs sind. Wodurch man dann ein bisschen Geld verdient. Das wird oben links angezeigt. Und durch dieses Geld kann man dann Autoteile kaufen. Oder in die Karosseriewerkstatt fahren. Wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt darauf, dieses ellengroße Puzzle zusammenzusetzen, was sich Auto nennt. Boah. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, rechts rum war das. Geile Musik, geile Musik. Absolut geile Musik. Schalten. Katotata. Gut. Lassen wir mal aus. Ist jetzt nicht die beste Musik. Da sind schon die anderen Verkehrsteilnehmer. Ich hatte auch immer früher das Gefühl in den vorherigen Versionen, dass die Leute, gerade so wenn es zum Abend hingeht, von der Kneipe kommen oder ähnliches, einem auch auf einem abgesehen haben. Die kommen hier teilweise rüber auf die andere Spur. Warum auch immer. Ah, Eingang haben wir noch. Ich weiß nicht, bei überhöhter Geschwindigkeit hat die Karre hier von uns mal angefangen, ordentlich zu zittern und zu vibrieren hier oder zu schlenkern. Ob das noch so ist, finden wir es mal raus. Dum, 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 dum. Und fahr immer vorsichtig über den Hügel, weiß nie, was dahinter ist. Mir egal. Also verfällt man nochmal schön in die Jugend. Siehst du hier genau, das meine ich. Der ist da auch jetzt in. Na gut, es war so ein Raser. Auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ja, er fängt an zu schlenkern. Ja. Ja, lieber mal Gas wegnehmen, bisschen bremsen. Wie schnell fahren wir denn? 60, 80? Und tanken muss man hier natürlich auch. Also es ist schon sehr, sehr umfangreich, was das Auto auch angeht. Diesen Satsuma, den man dann aufbauen muss. Man kann ihn halt lackieren. So in der Grundform erstmal eine Farbe wählen. Ist ein bisschen Rost dran. Später beim Bauen wird man dann noch sehen, dann kann man da auch noch ein paar Dellen reinhauen, weil man da aus Versehen mit irgendwelchen Teilen gegenkommt. Oh, genau das wollte ich vermeiden. Das hätte böse ausgehen können. Das ist der jugendliche Leichtsinn, ich sag es. Hier geht es ja zum Airstrip, da kann man auch Rennen fahren, Drag Races und sowas. Ein bisschen habe ich die Karte noch in Erinnerung. Was mir neulich schon aufgefallen ist, sind diese... Ich fahre, glaube ich, mal hier rechts ran. Kann man das jetzt so? Ja, so vielleicht. Ach, das sieht man jetzt nicht. Mal ein Stück vorfahren. Da kommt ein Bus. Nee, Transporter. Sind diese Skisprungstanzen, die ich beim letzten Mal schon gesehen habe. Und das ganze Gebiet hier hinten. Früher war das immer so eine Wand aus, ja, Bäumen, so wie jetzt hier ähnlich.
Wo man aber wirklich überhaupt nicht durchfahren kann. Wenn man weiter hinten hinfährt, ist das wie so eine PNG-Wand. Aber das Gebiet haben sie hier scheinbar ausgebaut. Und da gibt es auch einen Weg lang. Vielleicht auf der Rücktour, dass wir da mal lang gucken. Würde mich jetzt schon mal interessieren, ob es irgendwie so eine Nebenstrecke ist. Wie gesagt, das ist so wie früher auf dem Dorf. Man hat auch mal mit Moped, man ist mit 14 das erste Mal Moped gefahren, mit 16 hatte man den Führerschein, man ist mit durch den Wald gefahren, man hat auch abends mal was getrunken und wieder zurück. Ja, das sind so 8, 10 Kilometer gewesen, im Dunkeln, mit oder ohne Licht, völlig egal. Ja, Hauptsache man konnte seine Freunde sehen. Wir sind früher mit Fahrrad auch 20 Kilometer gefahren bis zum nächsten Schwimmbad, zum Freibad. Ja, und so ähnlich ist das hier auch. Wir können jetzt hier Bier trinken und ähnliches. Es gibt auch diese typischen Dorfprolls. Ich glaube, die kennt der ein oder andere von früher auch noch. Ja, man selber war, weiß ich nicht, 14, 15 und die sind mit 18 oder 19 dann schon durchs Dorf gefahren, fette Mucke aufgedreht und haben dann immer angegeben. Na, da steht schon einer. Aber erstmal fahren wir in die Zapfsäule. So, Gang neutral. Motor aus. Achso, Abschnack. Ich habe gelesen, der kann tatsächlich Leben retten. Also wenn man jetzt irgendwo mal gegenpelzt oder da kommt dann Typ einem entgegen, total betrunken, dann ist die Chance hoch, dass man das tatsächlich auch überlebt. Sonst knallt man direkt durch die Frontscheibe und ist tot. Na, hier, das ist jetzt... Hey, onks tää nyt se Peräjärve? Kova jatka. Ja. Onks tää, osaks tää mitä tehdä ja... Hier, Alter. Hier ist das Pub nebenan, das ist nachts geöffnet. Wie nennen wir den denn? Was hat denn der für ein Auto? Oh, kann man schlecht sehen, ne? Aber so ein gelbes, rostiges Etwas. Wir nennen ihn Pissi. Du heißt jetzt Pissi. Also Pissi wohnt jetzt hier, ne? Er hat nichts Besseres zu tun, als mit seiner Karre hier rumzuheizen und andere voll zu labern. Ach, no ehto möllykkätä sinullekin. Ja, und du bist Olaf. So, dich nehmen wir Olaf. Du bist Olaf, der Brillenträger. Nichts gegen Brillenträger, aber die Brille ist doch echt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Und onko da hirveet, wenn du da nuoriso musiikkikin, mitä... Ja, für Punks, genau. So, wie du einer bist. Oh. So ein Trottel. Also Pissi ist wieder auf der Tour. Mann, jetzt halt doch mal die Klappe. So. Oh. Kann der auch mal die Fresse halten? So, hier gibt es nachher noch Ersatzteile, die wir brauchen fürs Auto. Aber ich glaube, die lasse ich jetzt erstmal hier. Das brauchen wir vorerst nicht. Momo. Milch hatten wir, 2 Kästen Bier hatten wir, was zu essen und was zu rauchen. Den Stress haben wir. Wir nehmen noch eine mehr mit. Chips brauchen wir nicht. Gibt hier noch schönes? Captain Iglo. Der ist leer. Mehr gibt's hier nicht. Gut, dann nehmen wir das erstmal mit. Ach halt, ich will ja noch tanken. Ja, bleib da, ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe noch keine Zigaretten. Ach, warte mal, wie war denn das jetzt hier? Ach so, hier ist STG. Ja, man kann sich irgendwie nur in 2 Stufen so bücken. Ist ein bisschen umständlich. Aufdrehen. Dann nehmen wir die Novo und halten die hier mal rein. Da hätte ich ja gleich mal den Kanister mitbringen können für das Auto. Ein bisschen Benzin rein. Naja, aber wir müssen ja eh nochmal los Ersatzteile kaufen. Ja, wie gesagt, diese Touren sind schon das Gefährlichste hier in dem Spiel mitunter, wenn man nicht gerade hier in diese Idioten gerät. Ja, komm, das soll reichen. Dann drehen wir wieder zu. Ich sag's, der Sprit sich verflüchtigt. Und er fährt hier immer noch wie so ein Henker rum. So, jetzt hätten wir alles. Wie viel macht das denn? 510? Willst du mich über den Tisch ziehen, Olaf? Ey, wir kennen uns doch. So, das nehmen wir jetzt. Dim. Packen wir mal hier so. Ja. Du mich auch. Hier so rein. Warte mal, wir fahren mal direkt vor die Hütte.
Kästen Bier sind schwer. Oh, ich weiß nicht, ob man sich den Wagen auch nochmal vornehmen kann, aber ich glaube, das wäre schon besser. Ich habe das Gefühl, die Zündkerzen sind nicht mehr gut. Die Glühkerzen, Entschuldigung. So, aus. Ware ist noch drin. Ja. So. Das frisch gezapfte. Schließlich sind die Eltern nicht da. Das muss man ausnutzen. Ja, komm. Einen haben wir noch. Das sollte ja wohl erstmal reichen, oder was? Ach, da ist der Bus. Wir könnten auch Bus fahren, aber wir haben ein eigenes Auto. Beziehungsweise ein geliehenes. Speichern tut man logischerweise bei solchen Spielen. Hier, auf der Toilette. Ja, bei Pipi müssen wir auch. Aber das können wir auch an jedem Straßenrand machen. Apropos. Wo wir schon mal hier sind, beim Pub, glaube ich, fällt das nicht mehr so auf. Ich sehe schon, ich habe Durst. Hey Olaf, gibt's hier auch Pfand? Nicht? Gott. So, haben wir uns alle schön munter aufgetankt, dann kannst du ja wieder nach Hause gehen. Rödel, 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 Rödel und Rödel. Ach, na endlich.